wunderbar, dass ihr den Weg in unsere neue Vereinsgaststätte gefunden habt. Der Rüdiger kennt ja nur den alten Weg, aber er muss sich jetzt an den neuen gewöhnen. Herzlich willkommen in dem kleinen Gürzenich von Niel. Ihr seid andere Säle gewöhnt, aber ihr müsst auch damit Vorlauf nehmen. Hallo. Mein lieber Mann, solche großen Köpfe, da bin ich ja gar nicht gewöhnt. Ich habe mir gedacht, das wären alle auf meiner Höhe, aber das ist in diesem Jahr alles. Es wurde rot. Ja, ich möchte es aber vorstellen, das Kölner Dreigestirn 2016, seine Tollität, Prinz Thomas II., Thomas Elster. Natürlich in einem Dreistern, wie soll es auch anders sein, seine Deftigkeit, der Kölner Bauer Ulrich A. Maslak, Anton soll das A heißen, der Kölner Bauer. Auf dem Markt kommt die Bude, Dinge, Eier, Kuhle, Krumme, lange Bude. Und die Lück sind am Bude. Und die Eier und die Krumme und die Bude. Jahreszeit ist das Schönste, was wir in Köln haben. Ihre Lieblichkeit, die Kölner Jungfrau Johanna Jörg Herzner. Oh, wie bist du schön. Begleitet werden sie von vielen netten Herren, die im Hintergrund stehen. Aber einer, der für das ganze Schmalzee verantwortlich ist, der Prinzenführer, lieber Rüdiger, ich auch dich darf ich bis hier vorne sehen. Herzlich willkommen an dich, dass du auch wieder ihre ganzen tollen Ausstrahlung zu uns auf den Lieler Damm geführt hast. Das ist schön von dir. Ja, ich will noch nicht viel reden. Übernimm das Mikrofon. Jawohl zusammen, hier sind wir, Höhe 3 stehen 2016. Du hast eben gesagt, wir müssen hier mit dem kleinen Saal Vorlieb nehmen. Da ist ja nichts dran, weil unsere Vorliebe sind kleine Säle. Die großen Säle hören nämlich nicht zu. Und so wie hier ist es am allerliebsten. Am allerliebsten. Und jetzt so ist so. Wir waren gestern im Klösterchen, das ist der zweite Tag, gestern im Klösterchen im Fringsfädel, da konnten sie einen Stechner und Falle hören, als wir gesprochen haben. Und die haben alle mitgesungen und alle mitgeschunkelt. Wir hoffen, die macht das gleich auch, ich bin überzeugt, wo wir das hoffen, das ist so hier. Heute Morgen waren wir im Keller, im Jahn, am Neumarkt, im Frühschoppen. Das geht natürlich gar nicht, Frühschoppen, wir schon ja Verbrauchtum und Tradition. Wo wir natürlich noch Frühschoppen, wo der Opa mit dem Enkel steht, wo Kirche schwarz weht. Und doch nur hier, wo kleine Säle sind und kleine Vereine und kleine Gesellschaften, die brauchten und die sprachen noch Flehe. In den großen Gesellschaften ist das schon gar nicht mehr so. Und deswegen sind wir hier genau richtig und heute Morgen beim Jahr genau richtig und im Krankenhaus, im Fringsfädel waren wir auch genau richtig.
wir drauf und wird ja da Kinder drei stehen, proklamiert. Da sind wir auch, freuen wir uns drauf. Man konnte die drei ja schon kennenlernen, die Kölsche. Das sind echt Kölsche Junge. Und das Mädchen auch, schwarz und so viel. Und hätten wir eine Kirche gemacht, als wir das Pontifikale Amt hatten, hat der Kardinal gesagt, was ist das für eine Frosch hier auf dem Logo? Und da sind die drei auch besprungen, gleich, das ist der Jekko, das ist doch kein Frosch. Und genauso muss das sein, so kleine Kölsche, freche Kerls und Mädchen brauchen wir, damit uns Kölsche Sprache nicht umgeht und bestanden bleibt. Und macht wie so, wir sind sicher, hier sind wir genau richtig bei euch und deswegen haben wir euch mitgebracht. Medley von unserem Aaron Ludwig Seebus, der letztes Jahr 90 Jahre wurde. Und das Glück für uns, so viel für den Mann, von dem Mann die Lieder zu singen. Und wir sind sicher, dass ihr die Texte alle kennt. Und wir fangen jetzt an. Wenn der Prinz mit dem Bauer, dem Bauer und der Jungfrau, ja, läuft sich. Wenn sie kommen und ist glücklich, wenn sie jammern. Man kann nicht alles kriegen, man kann nicht alles haben. Man nütze schon Millionen, wenn man nicht machen kann. Man kann nicht alles kriegen, man kann nicht alles haben. Die Flötmannsbusken, sechste Stock, die dreht jetzt ohne Minirock. Und wenn sie kümmern, groß und klein, warte paar Bein, warte paar Bein, warte paar Bein. Die Flötmannsbusken, sechste Stock, die dreht jetzt ohne Minirock. Und wenn sie kümmern, groß und klein, Lorenz von Düsseldorf, Kölle, von Zauber bis zum Blatt, im Dunkle, im Helle, wie schön ist Dorf und Stadt. Lorenz von Düsseldorf, Kölle, von Zauber bis zum Blatt, im Dunkle, im Helle, wie schön ist Dorf und Stadt. Das wäre jetzt für ein Drangestück, hat das frische Markt, haben wir mittendrin angefangen jetzt mit der Plat, aber... So, unser Motto ist für 2016, Motto 3 schon, man stelle alles auf den Kopf. Wir sind von klein an alt bekloppt. Wer Kölsch ist von Anbeginn, der hat viel Hetz. Und drin bloß Sonne schwingen! Wir wünschen euch eine schöne Session, dass wir uns morgen noch alle so wettern, wie Höker wäre wunderbar. Und lasst uns ausrufen, ob uns Vaterstaat, ob das kölsche Brauchtum, ob unsere kölsche Sprache von Hetze dreimal Kölle! Allah! Kölle! Allah! Kölle! Allah! Sehr zum Wohle, feiern noch schön. Ja, schönen Dank für eure musikalische Darbietung. Wir möchten euch natürlich nicht ziehen lassen, bevor uns meine lieben Gehilfinnen, die Damen, euch den Orden der Gesellschaft überreicht haben. Wir haben extra für euch das Junges auf die Bühne geholt, damit er auch Spaß daran hat. Lecker Mädchen, ganz genau. Das haben wir ja nur all den.
Jugend Niederdeichgrafen ist. Jawohl, wir sind noch in der Jugendförderung. Und wir haben was Gutes draus gemacht, wie du siehst. Das ist Anja. Genau, das ist Anja. Das ist der Prinz. Dankeschön. Das ist ja lang in der Ecke. Ja, natürlich, lieber Rüdiger, der das ganze Schmolz hier führt, auch für dich den Orden der Gesellschaft. Wir bedanken uns bei dem Kölner Dreigestirn mit dreimal vernetzt. Köln! Ja! Dreigestirn! Ja! Deichgrafen! Ja! Schönen Dank! Bitte! Wir haben aber noch eine Dachorganisation und das macht der Klaus von den INK, Interessengemeinschaft Nieder Karneval. Da stand mal parat und wir zecken durch die Stadt und jeder etwas drin. Böde, Alarm, Alarm, Böde, Alarm. Noch einmal, wenn der Trümmel zu gehen, da stand mal parat und wir zecken durch die Stadt und jeder etwas drin. Schön. So geht Ihnen für den Menschen von mir, nämlich seit 2012 mache ich in Köln unter anderem auch die Kölner Motto-Lieder. Und da habe ich in zwei Tagen ein Liedchen geschrieben, ja, 2012, weil das Motto war ja so fantastisch. Da war ein bisschen mit Samba, da konnte das Fünschchen ein bisschen bewegen. Und hier für euch Fastenlaufen im Blut. He und am Zucker. Und auf geht's, wir machen ein bisschen mit dem Fünschchen. Auf geht's, hey! Fastenlaufen im Blut, hey und am Zuckerbrot, heiße Samba flotte Tön, ich sag ich viel wie schön, oh man, da geht mit uns gut, von Köln bis zum Zuckerbrot, der Hude kämpft durch ihr Boot. Wir fassen Loben im Blut. Ja, wir können tanzen, fassen Loben Samba. Der kommt vom Rio direkt in Andering. Ob Rosi, Heidrun oder Amanda. Die tanzen hier zusammen, ist das schön. Und wie viel zur Not der feste Helmut. Die Haare jetzt ihr Mädchen packen er. In Köln ganz wie nur noch Kirschen Samba. Ihr Mädchen mit und alle an sich hin. Komm, wir tanzen, komm. Fastenlaufen im Blut, ey. Hey, und am Zuckerbrot. Heiße Samba, flotte Tür. Ihr seid beim Deichgrafen nicht schön. Oh Mann, dann geht die Repension. Von Köln bis zum Zuckerhut. Ruhe dem Elfdürgebot. Wir fassen Lorbe im Blut. Amira! Was hier auf jeden kann, das ja nicht glaube. Ja, das Köln kennt nur noch das andere Stück. Das Willen in der Nazi-Base tanze. Für alle Kölsche ist das jetzt der Hit. Ob Rudi, Susi oder Ed Cassandra. Ob Rudi Klaus oder der kleine Hein. In Köln tanzt mir nur der Kölsche Sandra. Ihr Mädchen mit, okay, da bleibt ein. Komm, ich nehme die Hände nach oben. Fast den Ohren im Blut. Hey, und am Zuckerbrot. Heiße Samba, flotte Tür. Wir sind in Köln nicht schön. Oh Mann, das geht uns jung, jung. Von Köln bis zum Zuckerhut, hut. Ruh dem Elfen gebot. Wir fassen Lauben im Blut. So, wir nehmen jetzt mal die Hedge nach oben. Oh Mann, das geht uns jung. So,
Zucker bis zum Zuckerhut. Dem 11. Gebot. Der fasste Lauren im Blut. Oliver! Samba! Will! Zuckerhut! Dankeschön! Fasste Lauren im Blut, Hehl und am Zuckerhut in diesem Jahr, da stellen wir ja einfach alles auf den Kopf. Ne? Aber im letzten Jahr, da waren wir alle irgendwo kunterbunt vernetzt. Man sieht es ja in Facebook, sieht man ja eigentlich alles. In Facebook bleibt ja gar nichts mehr verborgen. Der eine schreibt, was er gegessen hat, der andere schrieb, wann er seine Beziehung beendet hat und der andere schrieb, wann er fast in Ordnung fährt. Ne? Und deshalb habe ich einen Titel mitgebracht, der im letzten Jahr auf dem KVB-Stand bleiben können. Darauf verpackt euch mal links oder rechts in die Ärmchen, wo ein bisschen schunkelte. War Simmer Aliek, kunterbunt vernetzt. Sind wir alle jeck, kunterbunt vernetzt. Wir Kölsche sind so jeck, auf der ganzen Welt. Was sind wir alle jeck, kunterbunt vernetzt. In Rio, Neiland und in Rom vernetzt. Mit Kölner Dom, wir Kölsche Dunjen wandern, von einem Ort zum anderen, sind um die ganze Welt, weil es uns doch gefällt. Und küsst der Kölsche Faste leer, meldet wir alle hin und her, ne Gruß an unsere Stadt. Dreiber Kölle, aber! Was sind wir alle jetzt? Kunterbunt vernetzt. Wir Kölsche sind so jetzt. Auf der ganzen Welt. Was sind wir alle jetzt? Kunterbunt vernetzt. In Rio, Mailand und in Rom, vernetzt mit Kölner Dom. In Stimmung so schön wie diese, da wollen wir noch geblieben. Wir schicken ein SMS, drin steht was für ein Fest. Das ganze weltweit Internet zeigt Bilder von dem schönen Fest. Wir jeckeln, wir stimmen mit in. Was kann denn schöner sein? Und wir singen zusammen. Was sind wir alle jeckeln? Und ihr? Komm. Und vernetzt. Wir Kölsche sind so jeck. Auf der ganzen Welt. Was sind wir alle jeck und ihr? Unterbunt vernetzt. In Rio, Mailand und in Rom vernetzt mit Kölner Dom. Wir beschwungen im Dreifachgesang. Sind wir alle jetzt unterwegs? Vernetzt. In Rio, Mailand und in Rom. Vernetzt mit Kölner Dom. Vernetzt mit Kölner Dom. Ja, ich hätte ja lieber, wenn ihr da unten stehen bleibt und dann könnte ich euch auch mal in die Augen gucken. Heute Abend tut mir wieder der Nacken weh, weil ich nach oben gucken muss, aber das ist so. Ich bin eben der Erdnuckler, da kann man nichts dran machen. Das wird sich auch im Alter nicht mehr ändern. Das ist wie ein Kuhschwanz, im Alter wächst der nach unten und so geht es mir auch.
Ja, ihr zwei. Die dritte im Wunder, euer weiblicher Partout in diesen Dreiestern, was wir voriges Jahr als Jugenddreiestern hatten, die hat sich heute nicht gewagt, mit auf die Bühne zu gehen. Aber so ist das mit Danny Weaver. Wenn die Zeit vorbei ist, sind sie fort. Oder wenn das Geld leer ist, dann sind sie auch fort. Ich muss sagen, ich habe ja noch Glück, ich habe ja noch 5 Euro im Portemonnaie, die kriegt's auch nicht, deswegen blieb die noch ein bisschen bei mir. Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr das fürs Jahr euer Dreiestern, dass ihr die Zeit gemacht habt, muss ich sagen, vor allen Dingen dir, lieber Florian, du bist das ja mittlerweile schon gewöhnt, verabschiedet zu werden. Das nächste Mal, wie gesagt, habe ich ja vorher schon gesagt, ich hoffe, dass ich dann vielleicht noch erlebe, dass du mal als Großer in irgendwo einem Dreiestern oder als Prinz auftauchst. Da bin ich gerne bereit, das nochmal zu machen, aber nicht mehr auf dich auf die Bühne in einem Kinder- oder Jugenddreiestern. Denn jetzt ist die Zeit abgelaufen. Jetzt kann es nur noch zu den Erwachsenen übergehen. Ich möchte den Klaus bitten, den Manuel die Kette abzunehmen. Es tut mir zwar leid, aber es muss sein. Her mit dem Zeug. Oh. Ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem eine schöne Session und es hat euch Spaß gemacht, aber dir. Aber dir, lieber Manuel, du bleibst ja nicht ganz verborgen. Wenn du runtergezogen bist, ziehst du gleich wieder mit hoch. Du wirst die Kleinen durch die Session führen, wo wir dir auch dankbar sind und auch die INK dir dankbar dafür ist, dass die einen an der Seite haben, der sich schon ein bisschen damit auskennt. Das ist für die Kinder immer wichtig. Und ich denke mal, die haben es auch jemand gefunden, der das auch hervorragend führt. Ich möchte dem Klaus jetzt das Mikrofon geben, der möchte sich auch ein paar Worte sagen. Ja? Ja, lieber Manuel, lieber Florian, herzlichen Dank für das abgelaufene Jahr. Ich möchte mich als Präsident bei euch, den Restgemeinschaften, ganz recht herzlich bedanken für das, was ihr gemacht habt. Bei dir, lieber Manuel, weiß ich 100%, dass ich dich irgendwann mit dem anderen Nazin, mit dem großen Naht, genau wie der Flo, irgendwann, wie der Wolfgang das schon gesagt hat, werdet ihr zwei bestimmt einmal im großen Dreiestern auftreten. Manuel, dir kann ich schon sagen, Hochachtung an dich, dass du dich so einsetzt für die Jugend. Was ich jetzt erlebt habe in dem letzten Vierteljahr, was du all für die Kinder gemacht hast und wo du dich schon kümmerst, Hut ab in deinem Alter, das zu organisieren. Ich wünsche euch weiter alles Gute dir, Manuel, als Prinzenführer für das Kinderdreiestern. Und ich kann nur eins sagen, welche drei sind und die sind, das passt. Ich darf euch jetzt den Orden zum Abschied überreichen. Oder der Thomas meldet. Los vor wie zwei Ostrufe. Dreimal vernetze. Kölle! Allah! Nil! Allah! Drei, zwei Stirn! Allah! Ich komme jetzt auch schon mit der zwei. Ja, schönen Dank, Klaus, dass du auch noch ein paar Worte gefunden hast. Aber auch wir, die Niederdeichgrafen, möchten euch nicht ganz von der Bühne jagen, bevor ihr nicht den Orden der diesjährigen Gesellschaft um den Hals tragt. Denn das habt ihr verdient, auch in diesem Jahr den Orden der Gesellschaft zu tragen. Schönen Dank für eure abgelaufene Session und habt Spaß in der neuen Session. Dir vor allen Dingen als Führer von dem Kinderprinzen, von dem Kinderdreiestern. Denn ich weiß, sowas im Zaum zu halten, das ist nicht so ganz einfach, denn das sind drei, die da muss man schon ein Auge drauf werfen. Aber wir wünschen dir und auch oder euch eine herrliche Session. Wenn das Wetter so sein sollte oder wenn es so ist, wie es heute ist, dann wären wir ja auch voll zufrieden und ihr habt eine wunderschöne Zucht, das ist natürlich der Höhepunkt.
Auch ich möchte ausrufen, auch das nicht das abgelaufene Dreischirm. Dreimal Verletzte, Kölle! Ja. Zwei Stern! Ja. Deichgrafen! Ja. Danke! Ja, Fastelovend zusammen! Fastelovend! Ja, wir hatten eine unvergesslich schöne Session mit einem wahnsinnig geilen Sonntagszug bei 18 Grad. Ja, wir haben geschwitzt wie sonst was. Wir möchten uns bei euch allen bedanken, was ihr alles geleistet habt finanziell, dass es am Sonntagszug Kamelle und Strüß erregen konnte, war einfach Wahnsinn. Dankeschön. Hast du ausgemacht? Ja, ja. Cool. So, jetzt möchte ich euch von der Bühne jagen, denn jetzt kommen wir zu den Kleinen, zu unserem wirklich Kinderdreigestirn. Sind sie bereit? Jawohl. Was dort oben ist, passt haargenau auf uns, auf euch. Und ich freue mich schon auf die Jahre der Zusammenarbeit mit den Deichgrafen. Das hat gepasst und das gehört zusammen. Herzlichen Dank. Die zwei Präsidenten, ein dreifaches Kölle, INK, Deichgrafen. Ja, schönen Dank. Denn wenn es Wandern regnet, dann schon mal verrat und mit Zettelosch gestand und jeder hat gesagt, gucken kann. Nicht immer nur nach oben oder in die gleiche Höhe. Es ist nicht, wenn ihr das mal sehen könntet, wo nicht die ganze Fotografenhöhe stand, dann könnt ihr die auch mal sehen. Es wäre ja schön, wenn ihr auch mal zur Seite treten würdet, dann auch mal die anderen, die im Raum sind, das Kinderdreigestirn oder Designierte mal sehen könnten. So, endlich haben sie den Weg hier hingefunden. Ihr habt ja lange draußen warten müssen, aber es ging ja auch darum, dass ihr noch ein Bild habt mit dem großen Kölner Dreigestirn. Denn das ist immer eine bleibende Erinnerung, die ihr vielleicht in späteren Jahren mal, wenn ihr mal selber groß seid, da sagt, Grundsee, ich bin mit dem großen Kölner Dreigestirn auf einem Bild. Das werdet ihr wahrscheinlich auch in eurem Leben nicht vergessen. Denn es ist immer eine einmalige Sache. Schön, dass ihr euch oder dass die Eltern euch das ermöglichen, in dem Lila Kinderdreigestirn die Hauptrolle zu spielen. Denn das ist immer eine tolle Sache für euch. Vor allen Dingen, der Höhepunkt wird nachher der Sonntag sein, wo dann ihr durch die Niederstraße zieht, Kamelle durch die Jägen wirft und dann andere Kinder viel Spaß und Freude bereitet. Ich darf es euch vorstellen, in der Mitte der Prinz Jogo
Bovoladis. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Zu seiner Seite der liebe Bauer Merlin Keut. Und natürlich, was in jedes Dreiestern gehört, das Schönste, was der Dreiestern zu bieten hat, und das haben wir in diesem Jahr wunderbar hingekriegt hier, die INK. Da haben wir lange dran gearbeitet, aber es ist ihnen gelungen, so ein herrliches Jungfrau hier auf die Bühne zu stellen. Liebe Idina Esser, ich darf dich vorstellen für das diesjährige Dreiestern, da darfst du die Jungfrau spielen. Herzlich willkommen. So, mein lieber Prinz, hier werden Sie sicher einige Leute haben, ein paar Worte zu sagen. Das wird doch immer so sein, oder nicht? Ja, sicher. Ich bin Georgios der Erste, bin 7 Jahre alt und bin euer neuer Kinderprinz. Mein Opa Tobi der Dritte, meine Schwester Eva die Erste, waren auch meine Lilatonitäten. Nun bin ich dran. Ich freue mich auf eine schöne und unvergessliche Zeit, deshalb rufe ich aus, dreimal Kölle, Allah! Nila Deichgrafen, Allah! INK, Allah! Gar nicht drauf an Laden. So, damit man euch auch in Amt und Würden als Kinderdreiestern jetzt anerkennen muss, oder wir dürfen es ja anerkennen, nicht müssen, wir dürfen, möchte ich dir die Kette für den Kinderprinzen in diesem Jahr umhängen. Die musst du immer tragen, nur nicht in der Schule. Da gibt keine Sonderrechte. Du kannst zwar der Lehrerin sagen, du hast die Kette um, du brauchst keine Hausaufgaben machen, aber ob die damit einverstanden ist, ich weiß es nicht. Und wenn einer was von dir will, dem ziehst du das Zepter über die Rübe. Denn damit bist du jetzt berechtigt. So, jetzt sehen die, du hast ja jetzt was auf der Brust hängen, aber das soll sich jetzt ändern. Wir möchten dir unseren diesjährigen Karnevalsorden von der Karnevalsgesellschaft um den Hals hängen. Und das wird eine von den jungen Damen machen. Oh, wo ist der Bündchen? Habt ihr für den Bauer und für die Jungfrau auch was? Denn die haben eine ganz nackige Brust. Ja, der Bauer kennt sich schon aus. Der weiß, dass er den Arm hinhalten muss. Da führt kein Weg an den Federn vorbei. Sehr gut gemacht, du hast das schon gut gelernt. Ja, aber bevor ihr jetzt von dem Klaus auch sicher den Orden kriegt, den Orden der Gesellschaft von der INK überreicht bekommt, möchte ich euch noch eine kleine Freude machen. Und zwar haben wir immer ein kleines Geschenk für euch. Und zwar haben wir für jeden von euch eine Tasche schon mal fertig gemacht. Das ist Wurfmaterial, nicht für zu Hause zu futtern. Denkt dran, das wird jetzt oben zugebunden und wird erst Karnevalssonntag aufgemacht. So, und zu jedem Wurfmaterial gehört natürlich auch viele Sträußchen, die braucht ihr auch im Zug. Und da haben wir für euch noch eine große Kiste, die bekommt ihr aber erst an dem Sonntagszug.
Da sind 300 Sträußchen drin, die könnt ihr euch steilen und die könnt ihr dann unter das Volk schmeißen. Ich von meiner Seite. Ich von meiner Seite und die Kageliner Deichgrafen wünschen euch eine herrliche Session, dass ihr so ein Wetter habt wie heute und dass ihr viel Spaß und Freude habt, überall wo ihr hinkommt. Denn so wie ihr drei aussehen, wie ihr euch hier präsentiert, wird überall ein herrliches Licht aufgehen und das wird immer strahlen, denn ihr seid herrlich anzusehen. Auf das nun proklamierte Kinderdreistehen, dreimal von Hetze, Kölle! Dreistirn! Deichgrafen! Danke! Ja, lieber Prinz Georgius, liebe Jungfrau Jolina, lieber Bauer Merlin, auch ich möchte euch von ganzem Herzen viel Spaß, viel Freude wünschen. Und ich glaube, ich bin sowas von überzeugt, dass deinem Opa jetzt die Ohren klingeln. Dem klingeln jetzt die Ohren und wenn der das sieht, der wird verrückt. Ich kann euch sagen, jede Mutter liebt ihr Kind und wir lieben im Fädel unser Kinderdreigestirn. Das ist das Süßeste, was ich bis jetzt in Köln gesehen habe. Ihr seid das schönste Kinderdreieck und macht voll an. Auch ich wünsche euch viel, viel Spaß bei euren Umzügen im Kinderjahre und überall, wo ihr hingeht. Auch den Karnevalssonntag, wunderschönes Wetter. Aber wir sind nicht eigentlich nicht, dann haben wir nämlich auch schön Wetter. Und alles, alles Erdenkliche, viel Freude, viel Spaß bei euren Auftritten. Los wird die drei Ostrufe. Dreimal von Hetze, Kölle, Kinderleuchten, Deichgrafen. So, während die Kinder von dem Klaus die Orden auch um den Hals bekommen, möchte ich natürlich nochmal den Manuel erwähnen, der die drei unter seine Fittiche genommen hat. Lieber Manuel, ich bin mir sicher, du wirst sie im Zaum halten. Wird zwar nicht immer so einfach sein, aber ich kann dir ein paar Kabelbinder besorgen, dann bindest du sie aneinander. Dann hört das Ganze auf und dann hast du sie im Schlepptau. Denn irgendwie musst du sie ruhig stellen. Das wird nicht immer einfach sein. Für euren Sonntagszug und für die ganze Session wünsche ich euch alles Gute. Und jetzt dürft ihr wieder rausmarschieren und das alles dem ganzen Saal nochmal herzen, damit sie euch alle sehen und dass er eine schöne Session hat. Tschüss zusammen. Schon wird es vor Freude ohne Ruhe und Rast.
Plötzlich ruft der ganze Saal: Der Prinz erscheint auf der Angst und Grippen bei. Ach, wär ich nur ein einzig Mal. Die Gasse freimachen, dann dürft ihr durch den Saal ziehen und dürft euch auch den anderen, die bis jetzt nichts gesehen haben, den dürft ihr euch jetzt auch zeigen. Sieht's morgen aus, selbst der ganze Benze, wenn's jetzt jedes Bild erlass. Ich begrüße das Dealer 3 Sterne, Streber von Etze, Galle, 3 Sterne, 3 Stampen, danke. Das wird so wunderschön. Ja, die ganze Zeit haben sie sich schon herumgelümmelt. Aber wir konnten sie ja nicht für die Tür stehen lassen. Sind ja auch ein Mensch, haben wir hier da kommen. Da lassen hat hier Platz nicht mehr, das sind sie uns wert. Aber jetzt sind sie mit auf die Bühne getrocknet, mit einem schönen Liedchen, Emo Prinz zu singen. Und das gehört sich auch so. Ich möchte begrüßen, dass jetzt frisch gestern Abend proklamierte Nila Dreistern an der Spitze mit Bauer Peter, Prinz Peter. Peter Kaufmann, Peter der Sechste. Zur Seite, auf der linken Seite, dann steht ein herrlicher Bauer, der Klöppel in der Hand. Ein Kinder pariert, da geht es eben damit, ich habe nicht eben schon dem Prinz, Kinderprinz gesagt, träge meine Öffer, das darfst du auch. Ein Bauer darf das, lieber Marco. Ich darf euch vorstellen, Bauer Marco, Marco Odenthal. Was in jedes Dreiestern gehört, eine herrliche Jungfrau, denn die muss dabei sein. Und wir haben in diesem Jahr eine, die den herrlichen Kölner Namen Apollonia trägt. Liebe Apollonia, auch an dich herzlich willkommen, die Jungfrau in Dila Dreiestern. So schön.
Ja, zwei von denen drei sind schon Mitglied in den Niederdeichgrafen. Der dritte kriegen wir auch noch. Es gibt Problem, der Dreck immer rüber. Da haben wir Hängchen für. Das soll kein Problem für uns darstellen. Die Ablösesumme, da können wir noch drüber sprechen, aber eine Fünfer kann es uns ruhig wert sein. Da soll es nicht dran liegen, 5 Euro. So, lieber Peter, die Bühne gehört dir, richte ein paar Worte an das Nieler Volk. Wie war das drauf, dass du jetzt ist? Was du lobst zusammen. Also, wir freuen uns, wir drei im Speziellen, dass wir hier in diesem Jahr für Niel, für zwei Vereine, die in Freundschaft verbunden sind, als Prinz, als Bauer und als Jungfrau antreten dürfen. Aber heute, ist eigentlich nicht unser Tag. Heute ist der Tag der Kleinen. Und deshalb halte ich meine Rede auch klein. Und wir freuen uns, dass wir so ein hübsches Nieder Kinderdreieckchen haben, weil er noch nie hier Junge hätte. Und da sind wir so glücklich drüber. Und da freuen wir uns. Und wir dürfen dabei sein. So, nur noch eine kleine Anmerkung, lieber Klaus. Zunächst bedanken wir uns bei dir, bei der INK, bei dem Wolfgang, dass das alles so schön organisiert ist. Ich darf noch eine Spende bekannt geben, 150 Euro, wir leben ja alle von den Spenden hier, 150 Euro von dem Verein ehemaliger Prinzen und Prinzenführer sind bei uns angekommen. Dankeschön! Ja, schönen Dank, ihr drei. Bevor der Klaus das Mikrofon ergreift, möchte ich aber euch, oder die Damen, möchten euch den Orden der Gesellschaft überreichen. Damit nicht nur der Prinz was auf der Brust hat, sondern ihr beide auch. Auch für dich, Apollonia. So, aber ihr sollt nicht nur den Orden der Gesellschaft bekommen. Der Günther, ich weiß nicht, wo er sich irgendwo rumtreibt. Er hat auch die Kasse und er hat auch den Umschlag für euch. Da sollten eigentlich 300 Euro für euch drin sein. Die möchten wir euch von den Kageniler Deichgrafen überreichen, damit wir ein klein bisschen zu euren Unkosten beitragen. Denn ich denke mal, ihr könnt jeden Euro hier brauchen. Und das kommt auch, wenn es von uns kommt, richtig von Herzen. Ich möchte euch eine herrliche Session wünschen, dass ihr viel Spaß und Freude habt. Natürlich werde ich, so wie der Klaus und alle anderen, auch dabei sein, viel dabei sein. Wir werden viel unterwegs sein, wenn ich so auf den Plan geguckt habe. Es sind noch einige Tage, die wir unterwegs sind. Und dafür solltet ihr auch sein, weil ihr euch schon zur Verfügung stellt. Dann sollt ihr auch schön rumreisen und sollt euch dem Volke darbieten. So, jetzt übergebe ich das Mikrofon nochmal dem Klaus. Danke für die Spende! Ja, liebes Reihe Schirm, lieber Prinz, Peter, lieber Marco, lieber Apollonia, ich hätte gern gestern Abend euch proklamiert. Aber wir waren nicht danach und dann hätte ich was sehen lassen. Ich wünsche euch drei von ganzem Herzen in der Gotesession. Genießt jede Stunde auf jedem Auftritt, denn die Session ist gut, aber ihr könnt so viel mitnehmen, was ihr für den Rest eurer Zeit nicht mehr vergessen wird. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Freude auf eure alle Auftritte. Wir werden dabei sein, wir werden viel Spaß haben, gemeinsam zusammen. Und lassen wir doch noch uns ausrufen, ob unser Dreieckchen, ob unser Prinz Peter, ob die Jungfrau Apollonia, ob der Bauer Marco, drei Überbrenzen können. Allah! Mehl! Allah! Ihr Kerl! Allah! Okay.
Ja, schönen Dank. Die Beate. Klaus hat. Ja. Die Beate möchte gerne auch noch ein paar Worte sagen. Ja, liebes Dreigestirn, ich habe ja noch nie ein Dreigestirn gesehen und erlebt, das sein Motto tatsächlich in die Tat umstellt. Also gestern Abend habe ich gedacht, ich bin im falschen Film, als hier auf einmal unsere jungen Frau im wahrsten Sinne des Wortes auf den Kopf gestellt wurde. Also das muss ich sagen, das habe ich noch nie erlebt. Genauso habe ich noch nie erlebt, dass der Leiter einer Prinzenproklamation von einem Tanzchor durch die Luft geschmissen wird. Also gestern Abend war wirklich Adrenalin pur bei mir vorhanden. Ich habe manchmal gedacht, ich überlebe das hier jetzt nicht mehr. Also, dann muss ich euch zu sagen, herzlichen Glückwunsch, so spontan, was ihr da gestern Abend gebracht habt. Aber ich bin jetzt sehr vorsichtig. Wenn demnächst bei euch auf dem Auftrittsplan Überraschung steht, würde ich mir, glaube ich, einen Stuch zählen. Also, ich habe auch für euch was ganz Persönliches. Ich bin ja auch im Team drin, das heißt also, ich betreue euch auch, nicht nur die Apollonia, dessen persönliche Adjutantin ich bin. Die beiden Jungs sind mir natürlich auch ans Herz gewachsen. Und ich weiß, dass ihr im Vorfeld, haben wir uns mal darüber unterhalten, dass das ja manchmal sehr schweißtreibend ist, dieses Amt. Und da habe ich mir was einfallen lassen. Und da fange ich an mit dir, lieber Peter. Damit du dir deinen Schweiß immer von der Stirn tupfen kannst, habe ich dir was Persönliches. Dasselbe gilt für dich, lieber Marco. Bitte schön. Und natürlich für meine Jungfrau, die Apollonia. Bitte schön. Ja, schönen Dank, liebe Beate. Ich möchte Sie aber nicht von der Bühne ziehen lassen. Lieber Thomas und Klaus, ihr bleibt bitte noch auf der Bühne. Bevor ich Sie beiden von der Bühne ziehen lasse, möchte ich noch mal ausrufen, auf das lila Dreigestirn, dreimal von Herzen, Kölle, Dreigestirn, INK, Dankeschön. So, jetzt dürft ihr wieder runter.